Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Albeb Bestwin. Lise steht immer noch vor dem Geburtshaus von Rauban und betrachtet die Schrift ihres Vaters. Freiheit oder Tod. Wir sollen schon vorgehen. Oh, na klar. Rauban will sicher noch einen Moment allein in seinem Heimatdorf sein. Schon komisch, wenn ich mir denke, dass mein Vater hier war. Also, wollen wir? Jo. Dann folgen wir ihr. Ah ja, sie ist ja da wahrscheinlich bei dieser Informantin da, die wir da vor paar Folgen inzwischen gesprochen haben. Ah ne, sie steht hier einfach in der Gegend rum. Pass auf, ich glaube, wir werden beobachtet. Irgendjemand will uns in die Zange nehmen. Galea oder Wegelagerer, jedenfalls sind es keine harmlosen Wanderer. Sie sind nach Norden, als sie gemerkt haben, dass ich stutzig wurde. Sieh dich nordwestlich von hier um, während ich den Nordosten absuche. Die werden sich wundern, wenn wir plötzlich hinter ihnen stehen. Hey. Okay. Dann schauen wir doch mal, wer uns da beobachtet. Da hinten irgendwo? Oh, da ist ein verdächtiger Bursche. Du Hinterlistige... Na egal. Eigentlich kommst du nicht gegen uns an. Wir kriegen euch und verkaufen euch an die Galea. Das glaube ich jetzt nicht. Oh, ich mach dich fertig. Okay, zurück zu Lise. Die ist hier bei Kastumabania. Einmal hier auf den Felsen rum. Das Viech abhängen. Jo. Und... Ah, die hat ihre zwei Leute auch fertig gemacht. Du hast die anderen Wegelagerer überrumpelt? Tja, dann haben wir es gegeben. Den haben wir es gegeben, was? Galea sind sie jedenfalls keine. Aber wieso haben sie uns überfallen? Moment mal. Die habe ich vorher schon mal gesehen, als wir in Radiata nach Kala Wind gesucht haben. Es sind also Leute aus der Gegend, die für die Galea arbeiten. Sie wollten wohl Pluspunkte sammeln, indem sie uns ihren Herrn ausliefern, aber so leicht lassen wir uns nicht verkaufen. Oh nein, wenn sie uns erkannt haben, dann kennen sie auch Alizée und die anderen in Radiata. Wir müssen nachsehen, ob ihnen nichts passiert ist. Ja, dann schnell zurück nach Radiata. Ist er gleich hier? Ja. Hallo, Nago.
Was habt ihr denn? Ihr seid ja ganz außer euch. Wir sind von Bewohnern von Radiata angegriffen worden. Wahrscheinlich wollten sie uns an die Galea ausliefern. Seid ihr in Ordnung? Ja, hier war alles ruhig. Carla White hat uns ein Zimmer für Alice zur Verfügung gestellt. Sie schläft wohl noch immer. Das gibt es doch nicht. Wir sind hier, um sie vor den Galeeren zu befreien, und dann überfallen sie uns. Lisse, Albim, aufgelauert hat man euch? Könnt ihr euch an die Angreifer erinnern? Waren es junge Burschen? Dann erstaunt es mich nicht. Diejenigen, die unter der Herrschaft des Kaiserreichs geboren sind, wurden von Anfang an mit der galäischen Denkweise indoktriniert. Natürlich haben nicht alle vergessen, dass sie eigentlich Megiden sind, ich zum Beispiel. Aber wir sind doch kurz davor, sie von den Galäern zu befreien. Warum vertrauen sie uns denn nicht? Wir wurden so lange unterjocht und misshandelt, dass viele sich auf jeden kleinen Brocken stürzen, den die Galäer uns hinwerfen. Sie meinen, dass sie sich die Gunst der Besatzer erkaufen können, wenn sie ihnen besonders unterwürfig dienen. Aber... Also etwa, indem sie Staatsfeinde an sie verraten. Dafür soll manchmal sogar das galäische Bürgerrecht rausspringen. Besonders an Radiata sehen viele kaum einen anderen Weg. Welche Arbeit soll es hier auch geben, außer den Dienst im Castrum oder Specula Imperatoris? Ich kann sie nicht dafür verurteilen. Sie kennen nur die Galea, die Zwangsarbeit, die militärische Zucht, den Geruch des Todes. Wer das nicht am eigenen Leib erfahren hat, kann kein Urteil über sie sprechen. Verkennt sie nicht als undankbar. Sie würden die Freiheit begrüßen, aber sie glauben nicht daran, dass sie bald Wirklichkeit sein wird. Für sie ist es sicherer, auf die Galea zu setzen. Auch wenn ihr es nicht billigt, versucht es zu verstehen. Sie glauben nicht an uns. Sie schielen stattdessen mit verzweifeltem Neid auf die Privilegien der Galea. Soweit kommt es also, wenn eine Gesellschaft keine Gleichheit kennt. Wir müssen diesen Missverständen ein Ende bereiten. Ja, genau. So kann das nicht weitergehen. Wir werden Alamigo befreien und gemeinsam wieder aufbauen. Auch wenn uns nicht alle sofort bejubeln, werden sie bald verstehen, dass wir mit guten Absichten kommen und dass das Leben bald besser wird. Oh, ich krieg Füße. Und dann kann ich hier fliegen. Yay! So, wie geht's weiter, Lise? Wenn ich etwas vorschlagen darf, wir sollten Alice von hier wegbringen. Sie ist transportfähig und hier ist es nicht sicher. Wir können sie nach Ralgas Wacht unten überstellen. Dort gibt es eine richtige Krankenstation und erfahrene Heiler. Du hast recht. Die Zillen sind vorerst in der Hand der Allianz, also ist das Risiko, während des Transports angegriffen zu werden, gering. Außerdem können wir uns dort besser auf das Kommende vorbereiten. Lise kann eine Chocobo-Kutsche besorgen. Alfino bereite Alice für den Transport vor. Albim, kannst du schon nach Ralgas Wacht vorauslaufen und Orella Bescheid sagen, dass sie ein Krankenbett vorbereiten soll? Sie ist eine der dienstältesten Heilerinnen dort. Ja, mache ich. Geht's mal wieder nach Ralgas Wacht. Waren wir schon lange nicht mehr. Ja, wo brennt's denn? Eine Verletzte? Gut verstanden.
Keine Verbrennungen, Vergiftungen, Flüche? Dann bereite ich alles vor. Du kannst dich auch gleich nützlich machen. So, saubere Bezüge, Arznei und frisches Schwanzzeug. Alles bereit. Erlib, kannst du mir helfen, Alice aus der Kutsche zu heben? Danke sehr. Vielen Dank, Alfino. Deine Wünsche sind geschlossen. Deine Wunden sind geschlossen, aber du brauchst jetzt erstmal viel Ruhe. Hör auf, Arella, und überanstrenge dich nicht, hörst du? Ja, ja. Seht ihr nur zu, dass euch nichts passiert. Der Feldzug ist schließlich noch nicht vorbei. Ihr solltet lieber an Krile denken, statt hier an meinem Bett herumzustehen. Ein Glück. Wenn du so bissig bist, kann es dir ja nicht so schlecht gehen. Gut, dann lassen wir dich jetzt in Orellas Obhut und brechen auf. Wir werden an dich denken. Geschwister verbindet schon ein besonderes Band, nicht wahr? Albib, hast du kurz Zeit? Warte draußen auf mich, ich bin in einer Sekunde da. Beim Zielort warte ich auf Lise. Bin ich. Wie findest du es? Die traditionelle Kleidung in Alamigo. Ida trug das sehr gern. Und damit will ich nicht vorgeben, meine Schwester zu sein. Ich dachte nur, so ist sie bei der entscheidenden Schlacht im Geiste bei uns. Das steht dir wirklich gut. Vielen Dank. So wie du das sagst, werde ich gleich ganz rot. Jedenfalls habe ich dich nicht hergerufen, weil ich auf ein Kompliment aus war. Nur damit du es weißt. Ich wollte mich auf die entscheidende Schlacht vorbereiten. Und zwar mit dir. Ich kenne den alten Trainingsort der Mönche. Dort kann man gut üben. Bist du dabei?
Die Szene war zwar jetzt vielleicht nur ein kleines Gimmick, aber ich finde es irgendwie schön, dass sie die Anfangsszene aus dem Trailer zu Stormblood noch tatsächlich mit in die Geschichte eingebaut haben. Puh, ich habe mich vielleicht verausgabt, aber was für ein Kampf, einfach spitze. Danke, Elrib. Du bist eine fabelhafte Kameradin, wirklich. Jo, dann geht's weiter mit Ante Portas. So, Alizée ist bei Orella in guten Händen. Jetzt sollten wir langsam wieder an die Front zurückkehren. Kannst du Alvino holen und mit ihm nach Castrum Abania vorausgehen? Ich würde noch gerne einige Worte an die Kämpfer der Befreiungsarmee richten. So, Alvino. Das ist wahrscheinlich bei Alizée. Jawohl. Habt ihr alles besprochen, was ihr besprechen wolltet? Haha. Ihr habt euch einen Trainingskampf auf der Handfläche der Ralga-Statue geliefert? Das hätte ich nur zu gerne gesehen. Das bedeutet, dass ihr aufbruchsbereit seid. Dann werde ich mich auch bereit machen. Viel Glück euch allen. Kommt gesund wieder zurück. Versprochen. Macht dir nur keine Gedanken. Ossianché wollte auch kommen, zusehen, dass du schnell wieder zu Kräften kommst. Alles bereit, Erwin? Dann auf zu Castrum Abania und Pippins Leuten. Okay, dann auf nach Castrum Abania. Ah, Alvino. Habt ihr Alizée heil zu Ralgas Wacht transportiert? Ja, sie ist wohl auf und erholt sich im Moment unter ärztlicher Aufsicht. Es scheint ihr schon wieder ganz gut zu gehen. Wie ist die Lage hier? Castrum Abania ist in unserer Hand und alle überlebenden Galea in unserem Gewahrsam. Wir sind gerade dabei, die Vorräte und Waffen zu sichten. Dabei sind wir auf Protokolle gestoßen, in denen die Überstellung einer Gefangenen zum Generalkonsul erwähnt wird. Das muss Krile sein. Sie haben sie nach Alamigo gebracht. Ja, das halten wir auch für wahrscheinlich. Wir werden ebenfalls dahin aufbrechen. Wir konnten eine nicht zu unwegsame Route durch sabanische Fen auskundschaften. Das müssen wir durchqueren, um nach Alamigo zu gelangen. Die ersten Verstärkungstruppen der Allianz sind bereits hier eingetroffen. Sie werden ins Fen weitermarschieren und dann bei der entscheidenden Schlacht um Alamigo vor Ort sein. Sobald Lise mit der Befreiungsarmee hier ist, halten wir eine strategische Besprechung ab. Da bin ich schon. Ich habe auch die Befreiungsarmee schon ins Fen vorausgeschickt. Das steht dir aber ausgezeichnet, Lise. Ist das ein traditionelles migisches Kleid? Wie passend, um die Migiten in die entscheidende Schlacht zu führen. Nun ja, ich dachte, es wäre angebracht. Als Zeichen meiner Entschlossenheit.
Nun trennt uns nur noch so wenig von Alamigo. Bald ist alles vorbei, so oder so, wenn Krile nur durchhält. So, ich würde sagen, das abanische Fen betreten wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut! Ist jetzt. Wieso geht es nicht? Thank you.